Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Nimm dir für diesen Vorgang den Innenraumfilter Cabin Happer Plus zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an. Der Innenraumfilter befindet sich auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Schieb die beiden Riegel der Pollenfilterabdeckung zur Mitte und nimm sie dann ab. Heble den Filter ab. Bevor du den neuen Filter einsetzt, musst du die Filterkammer unbedingt von Blättern und Schmutzablagerungen befreien. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Es gibt drei Arten von Innenraumfiltern. Die weißen sind sogenannte Pollenfilter, während man die schwarzen Aktivkohlefilter nennt. Der erste verhindert das Eindringen von Staub, während der zweite Gerüche und Gase herausfiltert. Es wurde eine neue Generation von Filtern auf den Markt gebracht. PureFlux hat die Cabin Happer Plus Innenraumfilter entwickelt, die Partikel von der Größe eines Virus herausfiltern und 50-mal mehr Schutz bieten als ein herkömmlicher Innenraumfilter. Die Entscheidung liegt bei dir. Setze den neuen Filter ein und beachte dabei die Einbaurichtung. Die Pfeile müssen zur Beifahrerseite zeigen. Setz die Filterabdeckung wieder auf. Und fixiere sie, indem du die beiden Riegel nach außen schiebst. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!